Vor 10 Jahren starb Professor Paul Ludwig Drost, der Wegbereiter der neuen deutschen Baukunst. Der Baumeister des Führers schuf das Haus der deutschen Kunst in München. Von diesem Bauwerk nahm die Wiedergeburt der deutschen Baukunst ihren Ausgang. Mit der Gestaltung des Königlichen Platzes in München gelang dem Schöpfer des neuen deutschen Baustils in überzeugender Weise die architektonische Darstellung der Macht des neuen Reiches. Soldaten und Knappen, Kameraden, Ritterkreuzträger Hauptmann Rümpler und eine Gruppe von Urlaubern besuchen unsere Bergarbeiter im Ruhrgebiet. Gemeinsam fahren sie ein. Im Schacht erhalten die Soldaten einen Begriff von der schweren und aufopferungsvollen Arbeit des Bergmannes. Die deutsche Handelsschifffahrt vollbringt im Kriege große Leistungen unter schwierigsten Verhältnissen. Diese Seeleute haben hohen Anteil an dem Transport kriegswichtiger Güter, bei dem der Seemann oft genug sein Leben einsetzen muss. Schnell wird in den Häfen das Laden und Löschen besorgt. Bei einer Tagung der Seeschifffahrt dankt Großadmiral Dönitz dem deutschen Seemann für seine Kriegsleistungen. Der Großadmiral spricht über die kameradschaftliche Verbundenheit zwischen Kriegsmarine und Handelsschifffahrt. Er bezeichnet den Schutz des deutschen Handels als die vornehmste Aufgabe der Kriegsmarine. Der Reichskommissar für die Seeschifffahrt, Gauleiter Kaufmann. Reichsjugendführer Axmann. Gauleiter Bohle. Großadmiral Dönitz brachte die Entschlossenheit unserer Kriegs- und Handelsmarine zum Ausdruck, alle Kräfte zur Erringung des Endsieges einzusetzen. In die Unterkunft der NSKK-Staffel des Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden rücken junge Holländer ein. Es sind Freiwillige für den Dienst in den deutschen Transporteinheiten. Bei der ärztlichen Untersuchung. Auf dem Marsch zum Bahnhof. Zum ersten Einsatz im Osten. Generalfeldmarschall Rommel bei einer Lagebesprechung im Westen. Die deutsche Wehrmacht ist an dieser Küste auf einen Landungsversuch des Feindes vorbereitet. Gleich wo oder wann er kommen mag. Generalfeldmarschall Rommel besichtigt einen Stützpunkt nach dem anderen. General der Artillerie Jodl. Überfahrt auf einem Vorpostenboot. Ankunft auf einem Fliegerhorst.
neben dem Generalfeldmarschall Eichenlaubträger Oberstleutnant Priller. Die Männer des Pik-Ast-Geschwaders sind angetreten. Bei einer Panzereinheit. Die Besatzungen vor ihren Fahrzeugen. Ein Schlag aus der Feldküche. Vorbeimarsch einer Einheit. Zurück von der Nachtjagd. Ritterkreuzträger Oberleutnant Köster ist am frühen Morgen gelandet. Mit seinen Männern meldet der erfolgreiche Nachtjäger das Ergebnis des Einsatzes. Während die Maschinen wieder startklar gemacht werden, begibt sich der Nachtjäger zur wohlverdienten Ruhe. Um 11 Uhr vormittags ist für ihn schon die Nacht zu Ende. Die ärztliche Betreuung ist bei den Nachtjägern besonders wichtig, unter der Höhensonne. Locker Körpers. Der Hauptfeldwebel verteilt die Post. Nach einem Spaziergang mit dem Staffelhund schmeckt das Mittagessen umso besser. Eine Partie Billard. Ein namenloser Künstler. Am frühen Nachmittag beginnt schon wieder der Dienst. Taktischer Unterricht. Unser erfolgreichster Nachtjäger, Eichenlaubträger Major Prinz zu Sein-Wittgenstein, besichtigt sein Geschwader. Dieser tapfere Nachtjäger starb in der Nacht vom 21. zum 22. Januar den Heldenturm. Mit der ersten Dämmerung beginnt die Bereitschaft. Bei der Wetterbesprechung. Sitzbereitschaft in den Aufenthaltsräumen. Je nach Temperament vertreibt man sich diese Stunden vor dem Kampf. Feind im Anflug. Im Morgengrauen des 21. Januar landet Ritterkreuzträger Hauptmann Fellerer, der innerhalb weniger Stunden 5 Abschüsse erzielte. Allein in 2 Januarnächten vernichteten unsere Nachtjäger mehr als 99 Terrorbomber bei zum Teil ungünstigstem Abwehrwetter. Da schmeckt die Zigarre. Ein heikles Ding, so ein Mikrofon. Bei unseren Truppen in Italien.
Staffeln des NSKK fahren Munitionsnachschub. Granaten für die schwere Artillerie. Verstärkung der Verteidigungsanlagen. Ein Panzer wird eingebaut und getarnt. Kondensstreifen am Himmel, feindliche Jagdbomber! Jäger, greifen Sie an! Der Feind sucht jetzt seine Bomben möglichst schnell loszuwerden. Eine Feindmaschine wird gejagt! Hintergrund die Bombeneinschläge. Ein feindliches Flugzeug wird heruntergeholt. Flugzeugtrümmer. Immer wieder kann der Wehrmachtbericht gute Abschussergebnisse auch aus dem italienischen Kampfraum melden. Auf einem Feldflughafen. Jagdflieger kehren vom Einsatz zurück. Hier sind sie wieder. Die Fliegerkombination ist mit dem Skianzug vertauscht. Für ein paar Erholungsstunden geht es in die Berge. In Sonne und Schnee gewinnen unsere Soldaten neue Spannkraft. In den Abruzzen. Der Beobachtungsposten steht mit seiner Einheit in Funkverbindung. Maulesel bringen Verpflegung hinauf. Thank you.
In der Hütte wird das Essen gekocht. Essenträger bringen es in die höchstgelegenen Stellungen. Schneesturm im sonst so warmen Süden. In der Abwehrschlacht im Osten haben unsere Soldaten bisher alle operativen Durchbruchsversuche der Bolschewisten zum Scheitern gebracht. Bei Witebsk haben die Sowjets seit dem 13. Dezember 1943 mit über 50 Schützendivisionen und zahlreichen Panzerbrigaden vergeblich unsere Front zu durchbrechen versucht. Die Kämpfe werden durch die wechselnden Wetterbedingungen erschwert. Der Nachschub muss durch und er kommt durch. Verschneite Stellungen im Abschnitt Witebsk. Die Grenadiere rücken mit Schaufeln heran und säubern ihre vom Schnee verwehten Schützengräben. Hier schon wieder Tauwetter. Gefangene aus der Abwehrschlacht von Witebsk. Eine Artilleriedivision im Einsatz. Schwere Sturmgeschütze zerschlagen einen sowjetischen Angriff. Der Gegenstoß. Vom 13. Dezember bis zum 18. Januar hatten die Bolschewisten im Raum von Witebsk über 40.000 Tote. Die Zahl ihrer Verwundeten beträgt ein Vielfaches. Mehr als 1200 Panzer und 349 Geschütze wurden vernichtet oder erbeutet. Deutsche Truppen durchfahren eine nach hartem Kampf zurückeroberte Ortschaft.
Panzer mit aufmontierten Werfern. Mehr und mehr geben sie mit ihrem vernichtenden Feuer der Schlacht ihr Gepräge.